Kochfans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Cooking Area. Heute machen wir zusammen leckere Kartoffel-Kürbispuffer. Die Zwiebel müsst ihr abziehen und in dünne Streifen schneiden. Die Kartoffeln und der Kürbis werden gewaschen und dann geschält. Die beiden Hauptzutaten müsst ihr mit der feinsten Reibe, die ihr habt, reiben. Die geriebene Masse gebt ihr auf ein Geschirrtuch und presst den Saft heraus. Diesen müsst ihr auffangen, da ihr ihn noch benötigt. Zwiebeln, Eier und Mehl gebt ihr hinzu und rührt das Ganze durch. Brauchen wir den aufgefangenen Saft. Die Flüssigkeit muss abgegossen werden und am Boden hat sich dann die Stärke abgesetzt. Diese geben wir zu unserer Masse. Abschließend wird noch mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ordentlich gewürzt. Das Kokosfett lassen wir in der Pfanne schmelzen. Mit einem Esslöffel gebt ihr von eurem Teig in die heiße Pfanne. Schön platt drücken und schöne Puffer daraus formen. Jetzt lasst ihr sie von beiden Seiten goldbraun braten, dürft sie jedoch nur einmal drehen, sonst saugen sie sich zu sehr mit Fett voll. Jetzt ist die Kürbiszeit auch offiziell bei Cooking Area eingeläutet. Wir werden in den nächsten Wochen noch andere Kürbisvideos sehen. Zu den Puffern heute habt ihr ja auf dem Foto vielleicht gesehen, gab es ein Kompott. Wie ihr das Kompott macht, seht ihr in dem Video nächste Woche. Das war das Video von heute. Jetzt hinterlasst mir einen Daumen nach oben oder nach unten. Abonniert meinen Channel, kommentiert das Video oder macht, was ihr Spaß habt. Schaut die anderen Videos. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß und kocht weiter!